to find, 'cause you are, you're one of a kind. No words to describe the way that you shine. An angel in disguise. I wanna make you mine. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Bei dem Titel denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich so, what's going on? Ich habe eine kleine Insta-Pause eingelegt. Hat so seine Gründe gehabt. Ich habe auch schon von Anfang an gesagt, ich werde nur noch meine Kooperation posten. Das war jetzt heute was von Banana Beauty, weil ich einen Code hatte. Der Code ist auch übrigens noch gültig bis März, glaube ich, sogar noch. Deswegen, wenn ihr 40% bei Banana Beauty sparen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Code, ich glaube Erika Date heißt der Code, den benutzen. Ihr wisst ja, Banana Beauty, ich benutze seit Jahren, ich liebe, I love. Werdet ihr bestimmt auch jetzt auf meiner Reise sehen, weil ja, ich verreise. ich habe gestern habe ich gebucht und morgen geht's los. Es geht in 13 Stunden los, also in 13 Stunden muss ich losfahren zum Flughafen Frankfurt-Hahn. Vor allem das ist 2 Stunden entfernt, irgendwie dachte ich, wusste ich nicht, dass es 2 Stunden entfernt ist. Ich dachte, es wäre nur 1,5 Stunden entfernt. Aber egal. Genau, es geht dann los für mich und ich fliege nach Dublin für 2 Tage und das ist meine erste Reise allein. Ich habe mir heute AirPods gekauft, die muss ich noch auspacken gleich. Beziehungsweise nein, ich mache das morgen, ich mache alles morgen. Ich werde jetzt nur noch mich hinlegen, dann morgen, also ich stelle mir glaube ich einen Wecker auf 7 Stunden Schlaf oder so. Ich habe heute auch nur 2 Stunden geschlafen, ups, auf 7 Stunden Schlaf, stehe auf, gehe duschen, mache mich ready. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Haare waschen soll, aber eigentlich müsste ich sie wieder waschen. Aber ich werde dort vor Ort wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit einfach mit Mütze sein. Weil ich nehme auch nur einen Rucksack mit, also ich reise nur mit einem Rucksack. Kein Handgepäck, kein Gepäckstück, nix. Nur Rucksack. Keine Ahnung, ob ich da überhaupt ein Klamottenteil überhaupt reinbekomme, außer halt Unterwäsche und Socken. Deswegen, ich weiß nichts. Das ist auch alles noch super unreal für mich und ich kann es irgendwie alles noch gar nicht glauben und weiß ich nicht, aber es stand schon immer auf meiner Bucketlist, alleine zu reisen. Und jeder, der alleine reist, also fast jeder, mit wenigen Ausnahmen, berichtet nur Positives vom Alleinereisen, dass es so viel mit eurer persönlichen Reife macht und so weiter und so fort, man so über sich hinaus wächst. Ich bin natürlich sehr aufgeregt und wie gesagt, kann es noch nicht so ganz realisieren und glauben, aber in 13 Stunden muss ich los zum Flughafen, also komplett alleine, allein zum Flughafen. Alleine in den Flieger einsteigen, alleine fliegen, alleine am Flughafen in einem anderen Land ankommen, einem Fremdland, wo ich noch nie war, alleine zum Hotel finden, alleine was unternehmen, am nächsten Tag alleine einen Ausflug machen. Also ich werde euch natürlich den ganzen Trip über mitnehmen und ich freue mich. Also diese Vorfreude kommt langsam und ich habe auch super Angst. Also schaut mal voll sweet. Also erstmal, das sind die 5. AirPods, die ich mir im Leben kaufe. Einmal Ex-Partner geschenkt, einmal Kerstin geschenkt, zweimal verlost und jetzt für mich. 5. Paar AirPods. Und Kerstin, richtig sweet, die hat mir einfach auch noch Proteinriegel mitgebracht. Und einfach das hier, weil ich ihr gesagt habe, dass ich dort baden gehe. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich ja Badezusätze mitnehmen könnte, weil ich will auf jeden Fall am ersten Abend, wenn ich da ankomme, baden gehen. Weil ich liebe baden und ich war sehr, sehr lange nicht mehr baden. Und sie hat mir einfach Badezusätze gekauft. Also meine Love Language ist ja Geschenke. Deswegen sowas bedeutet mir echt extrem viel, so dass sie daran gedacht hat. So, richtig sweet. Ich werde euch auf jeden Fall komplett morgen mitnehmen. Aber jetzt gehe ich schlafen, beziehungsweise ich versuche jetzt zu schlafen. Dann sehen wir uns morgen. Ich bin jetzt ready. Ich kann das irgendwie noch nicht so ganz realisieren. Ich werde jetzt in 5 Minuten abgeholt. Ich habe jetzt meine Tasche gepackt und ich reise ja wirklich nur mit einem Rucksack. Und das war irgendwie eine Herausforderung zu packen, aber ich habe ein Outfit reingekriegt. Also eine Jogginghose, noch eine andere. Und ein Top und ja, ziehe jetzt noch meine Jacke an. Ich habe so wenig mitgenommen, ne? Ich zeige euch das kurz. Ich zeige euch meine Tasche kurz, wenn ich dort ankomme. Ich kann es nicht mehr sagen. Jetzt glaube ich, habe mich sogar ganz leicht geschminkt. Ich habe auch ein bisschen Schminke mitgenommen. Das ist meine Tasche. Hier habe ich noch mein Nackenhörnchen und Bauchtasche. Leute, ich habe nicht geschafft, hier aufzuräumen, leider. Aber ich muss jetzt los, ich gehe keine Zeit. Keine Zeit, aber egal. Das ist mein Travel-Outfit. Einfach so ein Jogginganzug. Ziehe gleich meine, wie heißen sie? Buffalos.
ziehe ich an. Und ja, oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich habe mir meine Haare gemacht, gelockt, damit ich die dort vor Ort nicht machen muss und nicht anrühren muss. Und ich bin so aufgeregt. Ich sitze jetzt im Flieger alleine. Und es ist ein bisschen cringe auch, jetzt zu vloggen. Und ich bin super aufgeregt. Ich kann das einfach nicht glauben, dass ich das gerade wirklich mache. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, jetzt bin ich noch in Deutschland. Hier ist noch ein bisschen Comfort Zone, aber gleich. Ich weiß gar nichts, ich weiß nichts. Und dieser Flughafen hier ist so komisch. Ich fliege von Frankfurt Hahn ab. Ja, ich bin super aufgeregt. Das wird so eine krasse Erfahrung, glaube ich. Ich bin angekommen in Dublin und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich gehe jetzt einfach mit der Masse mit, weil es ist immer richtig. Was ich jetzt machen soll, keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, zu Victoria's Secret zu fahren, aber die schließen genau in einer Stunde. Bis ich hier raus bin aus dem Flughafen, weil irgendwie scheint halt groß zu sein. Bis ich hier raus bin, bis ich hier ankomme, es sind 40 Minuten bis da mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Schließen die ja schon in 20 Minuten, deswegen lohnt sich das nicht mehr. Deswegen verschiebe ich das auf meinen letzten Tag, also auf Donnerstag. Jetzt weiß ich nicht, ich gucke jetzt erstmal, ich setze mich gleich irgendwo kurz hin und überlege, wie ich zu meinem Hotel komme. Dann gehe ich erstmal ins Hotel, check da ein. Und dann gucke ich mal, ob ich dann was in der Nähe esse, weil ich muss auf jeden Fall heute noch was essen. Ob da irgendwas ist zu essen. Ja. Diese Bus. Ah, hier, was ist? Buses, okay. Ich habe mir jetzt diese Karte hier geholt und ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, man muss jetzt jedes Mal, wenn ich in den Bus steige, das irgendwo dran tappen, meinte sie. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ob man auch, wenn man aussteigt, nochmal tappen muss. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat nur 17 Euro gekostet. Jetzt für 3 Tage. Easy. Und anscheinend muss ich sonst auch nichts bezahlen, nur keine Expressbusse oder so. Also ich muss sagen, ich fühle mich gerade schon ein bisschen verloren, aber es ist auch irgendwie super aufregend, auch jetzt einfach in die Stadt zu fahren. Weiß ich nicht. Weiß ich nichts. Ich weiß nichts. Und ich bin hier einfach alleine, komplett. Also... Forever alone in Dublin. Love it. Ich bin jetzt auch mal hier. Ein bisschen länger nicht gemeldet. Ich war am Anfang echt ein bisschen lost am Flughafen. Jetzt bin ich mittlerweile bei Uni Falafel gelandet. Sorry. Und da habe ich hier schon jemanden kennengelernt. Ich bin mit Stefanie hier bei Uni Falafel und das ist mein Essen. Und wir machen jetzt natürlich einen Taste-Test. Sehr lecker. So, ich probiere Stefanis Essen. Das ist ein frittierter Blumenkohl. Granata con tahini. Mega, oder? Was? Hab ich noch nie gegessen, sowas. Ich bin so. Eigentlich habe ich nie Blumenkohl gegessen, erst seit ich mein Curry selber mache. Was ist dein Lieblingsgemüse? Mein Lieblingsgemüse? Mais. Okay, süß. Und nochmal, zack, nochmal zwei. Was sind die anderen? Kidneybohnen. Kidneybohnen, ja. Aber nicht so, meinst du Rohkostgemüse oder? Ja. Rohkostgemüse? Gurke. Ehrlich? Ja. Okay. Und etwas, das du zubereitet essen kannst, warm? Eigentlich alle Sorten von Bohnen irgendwie. Ob Buschbohnen, Kidneybohnen, Erbsen, alles in diese Richtung, ja. Bei dir? Aubergine. Ich hasse Aubergine. Oh, Aubergine ist meine. Ich hasse Aubergine. Nur meins. Krass. Aubergine und Erbsen. Ich liebe Erbsen. Erbsen in aller Form. Roh, also gekocht, so als Püree. Also Erbsen und Aubergine sind meine zwei. Und dann Blumenkohl, glaube ich. Würde ich sagen, ja, Blumenkohl. Blumenkohl habe ich echt lieben gelernt wegen meinem Curry, was ich selber mache. Kannst du ein Foto von uns beiden machen? Ja. Heute sehe ich auch nie das. Ich bin irgendwie gerade voll overwhelmed von so diesen ganzen Eindrücken gerade irgendwie. So, ich komme hierher, ich denke mir so gar nichts dabei, was so passiert, ob ich jemanden kennenlerne und dann gleich direkt so jemanden kenne. Ich bin jetzt irgendwie mit euch und irgendwie ist alles voll krass. Ja, du hast ein Abendessen schon mit einer bekannten Freundin. Ja. Leute, Stefanie ist auch Sternzeichen-addicted. Sie ist Steinbock, passt perfekt zu meinem Sternzeichen. Und ich habe Sternzeichen erstmal geraten, habe zuerst Zwilling getippt und als zweites Steinbock. Und sie hat bei mir zuerst, was hast du zuerst getippt? Wassermann? Ja. Und dann Jungfrau. Also bei den zwei Dings haben wir die ganze Zeit Match. Also voll krass. Geil. Ja, I'm happy. Happy, happy, happy. Well, in my head, all the fear.
in einem Pub sitzen werde. In Irland mit so vielen verschiedenen Leuten und einfach dieser Live. Ich bin ja gerade im Pub gewesen und wenn man mich jemals gefragt hätte, kannst du dir vorstellen oder hast du Bock, in Irland in einen Pub zu gehen und da Straßenmusikanten oder sowas zu hören, hätte ich gesagt so, nein. Aber es war irgendwie so cool, dieser Vibe war so cool, keine Ahnung. Auf jeden Fall, I made it, ich bin im Bus, bin 14 Minuten hier zum Bus gelatscht, das war auch sehr knapp. Und fahre jetzt 33 Haltestellen. Ich darf diesmal nicht verpassen auszusteigen, weil ich habe heute verpasst auszusteigen und deswegen bin ich nur mit den Leuten direkt los. Und mein Check-in für das Hotel ist nur bis 23 Uhr, also ich kann nur bis 23 Uhr einchecken. Und ich komme da um 22.40 Uhr an. Danach will ich auf jeden Fall noch eine Stunde baden oder eine halbe Stunde von mir aus auch nur. Dann muss ich schlafen gehen und morgen früh geht es auch ganz früh raus zu einem Ausflug, den ich gebucht habe. Ja. Auf jeden Fall 33 Haltestellen jetzt zu fahren. Und ich bin irgendwie voll stolz und irgendwie, keine Ahnung, das ist alles irgendwie so overwhelming und bisher bin ich sehr, sehr happy bei dem Trip. Es ist so komisch, alleine zu sein, aber auch irgendwie so cool. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Ich bin auf jeden Fall hier mit meinem Dash. Ich war noch nicht im Hotel, mit meinem Card in den Bus. Doppeldecker Bus oben. Stücke. Okay. Okay, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Hier, Room 121. Rechts. Rechts. Hallo. 121. Leute, ich bin noch nie alleine in ein Hotel. Doch, doch, das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Ich bin schon mal allein in ein Hotel eingecheckt. Okay, ich bin gespannt. Da muss man reinstecken hier. Auch einstecke. Oh. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich ein Upgrade bekommen, sehe ich gerade. Danke, American Express. Leute, wenn ihr Karte wollt, ich habe gerade ein Angebot, schreibt mir per Insta. Alter. Okay, okay, okay. Ich habe auf jeden Fall Upgrade bekommen, ja. Weil ich habe kein 3-Bits gebucht. Okay, nice. Hallo. Ich gehe auf jeden Fall jetzt baden, Leute. Ich gehe baden, ich gehe baden, ich gehe baden. Oh mein Gott, ich bin so happy gerade. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so darüber freue, einfach allein in einem Hotel zu sein. Guck, ich aussehe wie ein Backpacker. Oh mein Gott, ich mache jetzt einen Betttest. Erstmal Rucksack weg. Erstmal mein Wasserflasche weg. Erstmal mein Portemonnaie weg. Erstmal Handy weg. Jacke weg. Bauchtasche weg. Die Schuhe muss ich auch ausziehen. Oh mein Gott, ich bin gerade so happy, Leute. Wir sollen bloß nicht morgen in mein Zimmer reingucken. Okay, ich bin eh um 6.45 Uhr weg. Ha! Nicht mal 6.45 Uhr, 6 Uhr. Ich bin einfach Erika allein in Dublin. Das Zimmer ist so schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass es ein bisschen weiter weg ist. Es ist sehr schön. Very pretty. Ich mache jetzt direkt meine Badewanne an. Ich habe so lange nicht mehr gebadet. Okay, wie geht diese Gerät? Hier sind so viele Spiegel, einfach hier Nummer 1, hier Nummer 2, hier Nummer 3. Und das war's dann auch vom heutigen Vlog. Und morgen mache ich auf jeden Fall einen Trip. Nee, das war's nicht vom heutigen Vlog, das war's nur vom heutigen Teil. Morgen geht's mit dem Vlog weiter. Ganz wichtig, was ich mir Gott sei Dank vorher in Vlogs angeschaut habe, ein Adapter für die Steckdosen. Because die Steckdosen, oh mein Gott, die haben mich verarscht. Hier gibt's so eine normale Steckdose, egal. Good morning. Ich habe nur 4 Stunden geschlafen. But ist egal. Es ist ein strammes Programm. Ich kann auf jeden Fall im Bus schlafen. Ich fahre lang genug heute mit dem Bus. Und deswegen mache ich mich jetzt fertig. Wir haben 5.30 Uhr. Um 5.50 Uhr muss ich an der Bushaltestelle sein. In 20 Minuten. Also ich ziehe mich jetzt einfach nur schnell an. Ziehe meine Linsen an. Eigentlich wollte ich mich heute schminken. Mache ich aber nicht. Ist mir egal. Das ist, glaube ich, super unnötig auch. Ich habe zwar kurz geschlafen, aber dafür sehr gut. So, ich ziehe jetzt auch das einzige andere Outfit an, was ich dabei hatte.
Also ich muss sagen, ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich fahre nämlich heute zu den Cliffs of Moher. Mein Haarecamp, weil gestern meine Haare sind komplett lost, weil ich so, ja, ich mache mir zu Hause Locken, damit ich meine Haare da nicht mehr machen muss. Und meine Haare sehen heute komplett Schrott aus. Nach einem Tag. Und muss jetzt so hier weiter rumlaufen, weil ich nichts für meine Haare dabei habe. Ich fahre jetzt 40 Minuten in die Stadt. Deswegen habe ich meinen Bus auf gar keinen Fall verpasst. Also hier ist gerade echt gar nichts drin. Ich nehme gar nichts mit. I'm so sorry, aber das musste sein. Weil ich will bei diesen Klippen mich auf jeden Fall dahin pflanzen. Und es richtig genießen. Und das ausnahmsweise habe ich eine Packung gekauft. Dann habe ich hier meine AirPods, die mir echt nicht gut passen, weil ne, meine Ohren. Und mein Lipgloss. Spaß. Labello. Insider, falls ihr es nicht mitbekommen habt. So. Das ist jetzt mein gesamtes Outfit. Ich habe mich mal gerade bei euch gemeldet. Jetzt gibt es ein Lutsch. Seit ein paar Stunden. Wir sind auch gleich bei den Klippen. Und jetzt singen wir irgendwie alle zusammen in einen Song. Habe ich hier die Songtext. Und einfach neben mir sitzt ein Herr. Der heißt einfach. Also so wie. Ich bin jetzt angekommen, beziehungsweise wir, aber ich bin ja alleine angekommen bei den Cliffs of Moher. Ich weiß nicht genau, wie man es spricht, immer noch nicht, obwohl die Frau das schon 30 Mal gesagt hat, aber irgendwie keine Ahnung, kann ich mir nicht merken. Jedenfalls sehe ich sie auch schon. Also man sieht sie auf jeden Fall, das ist ja schon mal gut. Es ist ein langer Walk, wie ich das sehe. Also sie meinte zu uns, dass rechts lang schöner ist. Deswegen gehe ich jetzt hier rechts lang. Moment. Da hinten sind die. Und ich will die aber von da hinten sehen dann wahrscheinlich. Und ich habe nur eine Stunde Zeit. Deswegen muss ich mich ranhalten und danach will ich noch in den Souvenirladen. Und da noch Dings holen. Warte, ich stelle mich mal ganz kurz hier dran. Ich muss mir das mal angucken. Und hier ist einfach der Atlantische Ozean. Oh. Okay. Oh mein Gott. Alter, das sieht immer in echt so viel krasser aus als auf Videos. Wow. Took a chance on a good thing. Yeah. Now I got you on my right wing. Making love like it's casual. And you text me in the morning, you're available. Am I dreaming? Can't believe I forgot this feeling. Finally found the one in my life. Der nächste Stopp war jetzt hier so, ich kann euch das gar nicht genau sagen, was das ist. Auf jeden Fall in Dörren. Und das kommt immer in der Kamera gar nicht so rüber, wie das in echt aussieht. Aber da hinten ist halt das Meer und die Wellen sehen mega schön aus. Dann kann man das ein bisschen besser erkennen. Ich bin gerade noch da ganz hinten gegangen, wo die Wellen sind. Wir sind jetzt in Galway mittlerweile. In der nächstgrößten Stadt, beziehungsweise einer der größten Stadt, wie Dublin, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. Auf jeden Fall sind sie ganz berühmt für ihre Fish and Chips. Ich habe auch kurz überlegt, eine Ausnahme zu machen, aufgrund dieses speziellen Anlasses hier, aber ich habe mich doch dagegen entschieden. Ich habe nur Pommes genommen, Baked Beans und ein Coleslaw Salat. Also unser Guide hat gesagt, und ich habe es auch in allen YouTube-Videos gesehen, dass hier Fish and Chips richtig gut sind, voll frisch und keine Ahnung, aber wie gesagt, Vegetarian und so. Schmeckt richtig nach Kartoffel. Kennt ihr diese Pommes, die einfach nur nach Pommes und Fett schmecken? Die schmecken richtig nach Kartoffeln. Ich will jetzt essen mit meinem Travel Buddy Eric und seinem Freund Dave. Die sind beide 50, fast 60. wir sind jetzt hier halt, wir haben hier 2 Stunden. Mal gucken, was wir nach dem Essen machen. Vielleicht sage ich denen auch, dass ich jetzt auf eigene Faust noch ein bisschen rumlaufe. Vor allem ist es so peinlich, dass mein Englisch so schlecht ist. Das ist so peinlich. Weil die kommen aus Amerika, aus Kalifornien. Richtig geil. Ich würde so gerne mit denen voll viel mehr reden und sowas. Aber ich kriege die ganze Zeit irgendwie kein Wort raus, weil ich mich dann so schäme. Also, Schwede. Leute, guck mal.
ich dachte mir zuerst, das ist Pennies, weil die Tüten kamen mir so bekannt vor. Aber das ist Primark in Dublin. Moin. Also ich war da jetzt auf jeden Fall drin. Ich musste so eine kleine After Valentine's Day Sache kaufen. Die Leute sind so ein bisschen psychopath. Also ich bin mittlerweile angekommen wieder in Dublin. Wir haben heute halbe Weltreise gemacht auf jeden Fall. Die Tour war richtig cool, ich kann sie euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich werde die euch mal in der Infobox verlinken, falls ihr einen Trip nach Dublin macht. Es war sehr günstig, generell. Der Flug nach hier war günstig, von Frankfurt Hahn. Die Unterkunft, ja, ich habe nichts bezahlt, 0 Euro wegen American Express, thank you. Und halt die Tour hat auch nur 68 Euro gekostet, also ich verlinke die euch auf jeden Fall. Jetzt gehe ich auf jeden Fall Pizza essen, alleine. Danach treffe ich mich mit meiner Gruppe von gestern. Ich bin eigentlich gar nicht so gut, aber ich bin noch irgendwie mit mir selber am struggeln, ob ich morgen frühstücken gehen soll. Und ich bin hier schon 30 Mal fast überfahren worden, by the way, weil die ja auf links fahren und ich check das einfach nicht. Also ich verstehe das schon, aber ich check das nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ich muss jetzt 1 Kilometer laufen zu der Pizzeria, weil unser Tourguide hat dir empfohlen, diese Pizzeria, Sano Pizza. Und deswegen gehe ich da auch hin. 13 Minuten, 900 Meter. Da habe ich mir gerade noch Nägel gekauft in so einem Drugstore. Weil mein Nagel hier ist RIP. Einfach, ich sag, als ich meine Nägel gemacht habe, dass die beiden wahrscheinlich mir nach einer Woche abfliegen werden. Mit denen ist eigentlich gar nichts. Aber der ist komplett RIP. Ich muss ihn auf jeden Fall kleben. Und ich habe ihn schon einmal wieder mit diesem Gelkleber unter der Lampe ausgehärtet. Aber hat nichts gebracht. Der eine aus der Gruppe, Nico, hat einen Auftritt heute in dem Pub, wo wir gestern waren. Hier ist der Drugstore, wo ich eben drin war. Und heute ist ja auch schon mein letzter Tag. Ich habe ja nur kurz einen Trip gemacht. Und ich will auf jeden Fall noch so einen Mukbang machen. Wo ich so also Mukbang auch alleine, wo ich über alles so rede. Ah, das habe ich auch. Dieses The Rolling Donut, das habe ich auch gesehen in einem Vlog. Da wollte ich eigentlich hin. Egal. Ich entscheide es morgen auf jeden Fall spontan, ob ich morgen früh noch was mache. Weil mein Gate schließt um 10.45 Uhr. Ich habe kein Aufgabegepäck. Ich fahre Fast Track. Obwohl mir das in Frankfurt halt gar nichts in Scheißdreck gebracht hat. Und ich habe schon Sitzplatzreservierung. Also ich bin schon eingecheckt. Das heißt, eigentlich muss ich gefühlt erst um 10 Uhr am Flughafen sein, wenn um 10.45 Uhr das Gate schließt. Deswegen habe ich eigentlich morgen noch Zeit. Zum Beispiel Primark, da hätte ich auch viel mehr shoppen können. Öffnet um 8.30 Uhr. Victoria's Secret öffnet um 10 Uhr leider erst. Ich wollte unbedingt Prime. Deswegen musste ich heute Plan B bei Primark was kaufen. Also ich würde eigentlich Frühstücken hier schon gerne noch mitnehmen, weil ich war ja noch gar nicht frühstücken. Genau. Wenn irgendjemand unter euch Alkoholiker ist, ne, kann ich euch nicht empfehlen, in diese Stadt zu kommen, weil wenn ihr einen Dingsentzug habt oder wenn ihr clean seid, seid keine Ahnung, selbst wenn ihr seit 10 Jahren clean seid, ihr werdet rückfällig, sage ich euch. Aber schaut mal, wie schön. Also ich würde auch da reingehen, ja, also ich sag's euch, wie es ist. Ich hoffe an der Stelle, meine Community kann schwarzen Humor vertragen, ne? Ich fühle mich so unwohl, ne, weil ich heute, da war es ja sehr, sehr windig bei den Cliffs und meine Haare sind komplett kaputt. Und meine Haare haben sich auch teilweise die Extensions in meiner Jacke verheddert, den Knopf, und dann musste ich die abreißen. Meine Haare, weil ich das nicht rausbekommen habe. Also auch Eric, der neben mir saß, hat es auch nicht hingekriegt. Schade. So, I'm back home, könnte man sagen, also im Hotel. Ich bin komplett durchnässt, wie man sieht. Also komplett Katastrophe draußen, der Regen. Ganz, ganz, ganz schlimm jetzt gewesen. Meine Haare, wie gesagt, ja, Locken mache ich mir, reicht für die 3 Tage, Haare werden schön aussehen, ein Scheißdreck. Also der Regen hier und die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich und der Wind haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Egal, ob ich halt mit hässlichen Haaren rum, ist nicht so schlimm. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall wieder baden, ich mache mir direkt schon mal Wasser rein. Aber ich habe diese Nacht, beziehungsweise jetzt die ganze Zeit über die Heizung hier auf volle Pulle angemacht. Und deswegen ist es hier ein bisschen zu heiß geworden. Hey, okay. Ich habe ja noch ein Badezusatz. Ja, und ich gehe jetzt auf Baden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich zeige euch jetzt, was aus meiner Tasche kommt. Wir haben nämlich den nächsten Morgen. Und ich war jetzt los zum Frühstück. Wir haben 6 Uhr oder so. Das war mein Travel-Outfit von gestern. Vorgestern, die Hose und das. Aber mein Sandwich ist ausgelaufen in meinem Rucksack. Deswegen ist das Oberteil komplett vollgesaut. Ja, dann diese Jogginghose, die hatte ich ja gestern an. Dann, was ich an Unterwäsche und Socken verbraucht habe. Dann meine Schlafboots. Dann wieder diese Plüschdinger, aber die ziehe ich gleich wieder an. Das war's an Klamotten. Und das, was ich gerade anhabe. Und meine Jacke und meine Schuhe. That's it. Hier habe ich mein Portemonnaie drin. Hier habe ich ein Magnet gekauft. Das tue ich aber jetzt in die große Tasche. Und Kaugummis. Dann hatte ich 3 vollgeladene Akkus mit. Das war eigentlich unnötig, weil ich mein Ladekabel von der Kamera mitgenommen habe. Also eins von beiden hätte ich mir eigentlich sparen können.
Was kosmetische Artikel betrifft, habe ich wirklich nicht viel dabei. Also ich habe jetzt auch ein paar andere Sachen hier noch reingetan, einfach weil keine Ahnung, wo ich jetzt tun soll. Aber richtige Flüssigkeiten, Zahnpasta, Parfüm, Kontaktlinsenflüssigkeit, Deo und Trockenshampoo. That's it. Jetzt noch meine Zahnbürste drin, ein Mikrofasertuch, meine Schienen, also meine Zahnschienen und meinen Linsenbehälter und Slip-Einlagen. Das war's. Und hier vorne rein. Jetzt kommen wir zu den letzten Sachen. Hier habe ich einmal Schminke drin. Das ist auch wirklich nicht viel Schminke, wie man sieht. Die werde ich jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen benutzen. Nicht viel, aber ein bisschen. Brillen-Tui-Brille. Bürste. Habe ich ein Buch mitgenommen. Das wollte ich eigentlich in der Badewanne lesen. Habe ich irgendwie nicht so ganz gemacht. Dann sämtliche Ladekabel und Powerbank. Oh, Moment. Ja, das war es auch eigentlich schon. So, ich bin jetzt frühstücken. Hier ist schon mein Orange Juice. Das ist immer so in solchen Flaschen. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass das maximal viel sein wird und dass ich das nicht mehr zur Hälfte aufessen kann. Ich habe French Toast und Sandwich bestellt, weil ich konnte mich nicht entscheiden und ich wollte so dieses American Feeling haben. Eigentlich hätte ich noch gerne Hash Browns gehabt, Avocado, aber und Scrambled Eggs, aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Thank you. Thank you. Oh ja, das ist sehr viel. Den French Toast nehme ich auf jeden Fall damit zum Flughafen und kann das da noch essen. Mach ich noch schnell einen Taste-Test. Crunchy allein zu filmen, aber ja. Also, ja, mir ist gut. So, ich bin jetzt bei Starbucks am Flughafen. Man sieht hinten ist. Okay, nein, das sind nur die Elevators. Aber ich bin bei Departure. Und dann ist auch schon Abflug zurück nach Germany. Aber ich freue mich auch irgendwie. So, leider hat unser Flug ein bisschen Verspätung. Eine halbe Stunde. Aber ich steige jetzt ein. In the Flieger. Also, ich bin gelandet. Mittlerweile. Ich habe im Zug die ganze Zeit geschlafen. Im Zug? Wieso sage ich die ganze Zeit Zug? Ich habe im Flugzeug die ganze Zeit geschlafen. Und irgendwie gibt es so voll das fancy Wasser. Ich weiß nicht, was das Besondere an diesem Wasser ist. Aber es sieht richtig cool aus. In diesen beiden Farben. Und dann habe ich noch ein Mr. Tom geholt. Und jetzt warte ich noch 20 Minuten, bis ich abgeholt werde. Ja. Ich will gar nichts gerade sagen zu dem Trip. Und ansonsten werde ich ein extra separates Video machen. Ich weiß nicht, ob das nach diesem Vlog online kommt oder vor diesem Vlog online kommt, wo ich meine Erfahrungen so richtig teile. Ich weiß nicht, ob ich das als Mukbang machen soll. Auf jeden Fall werde ich ja nochmal über meine Reise so fazitmäßig sprechen. Aber an der Stelle würde ich jetzt diesen Vlog beenden. Ich hoffe, ich habe genug gevloggt, dass das genug für einen Vlog ist, also genug Material. Ich werde jetzt noch kurz chillen, bis es wieder in den Alltag reingeht und zwar volle Kanone, weil morgen, übermorgen arbeiten. Für YouTube muss ich super viel machen. Also keine Zeit zum Durchatmen eigentlich. Genau. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal alleine gereist seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.